Hallo liebe Zuschauer, willkommen beim Altblechschrauber. In dieser Episode seht ihr, wie man beim Z4 E85 den Tempomathebel nachrüstet. Das Ganze betrifft in diesem Fall ein Vorfacelift, also ein Baujahr 2003. Bei den Facelift-Varianten ist es ähnlich, nur dass da noch ein Kabelbaum nachgezogen werden muss in der Regel. Wie das Ganze geht, seht ihr gleich. In diesem Fall, wie gesagt, beim Vorfacelift ohne Kabelbaum. Ja, um das zu verwirklichen, braucht ihr zum einen natürlich den Tempomathebel. Ich blende euch gleich noch eine Teilliste ein mit Teilenummern. Ihr könnt das also alles ganz normal beim BMW-Händler bestellen. Also mindestens ein Tempomathebel. Ihr könnt dann entweder die Abdeckung anhand der vorperforierten Linie hier ausschneiden, mit einem Dremel oder ähnliches, so werde ich es gleich machen. Wenn ihr das Ganze nicht möchtet, gebt ihr für etwa 100 Euro. Da gebt ihr etwa 100 Euro aus für eine entsprechend bereits vorgeschnittene Abdeckung. Sowie je nachdem, wenn es ein Facelift ist, noch 25 Euro für einen Kabelbaum. Eine Anleitung gibt es gratis dazu in der Regel. Auch dafür liste ich euch die Teilenummer auf. Im einfachsten Fall nehmt ihr also euren Kreuzschraubendreher. Es gibt genau eine Schraube, die diese Abdeckung am Auto hält. Ungefähr mittig neben dem Hebel für die Verstellung. Na. So. Die Schraube raus, weg damit. Dann fasst ihr, seit ich diese Abdeckung ab, an, ruppelt ein bisschen, schon ist die ab. Und hier seitlich hängt bereits das Kabel für den Tempomathebel. Das ist festgeklebt, das müsst ihr also eben lösen vom Kabelbaum. Am besten natürlich nicht mit dem Messer. So, dann das schöne Hebelchen für schlanke 85 Euro. Das wird dann hier eingesteckt. Zack. Und dann hier seitlich in die Führung geschoben. Das war der schwierigste Teil. In der Regel muss das ganze Ding nicht kodiert werden. Für den Fall, dass es kodiert werden muss, kann das natürlich der freundliche BMW-Händler machen oder aber irgendjemand mit Inpa oder einem entsprechenden BMW-Tool. Ich habe in diversen Foren gelesen, dass es eigentlich in fast 100% der Fällen nicht gemacht werden muss, weil bereits das Ganze vorkodiert ist und entsprechend, wenn der Kabelbaum liegt, auch die Kodierung seitens BMW bereits erfolgt ist. Ihr werdet jetzt gleich noch sehen, wie ich also diese Abdeckung anhand der hier vorgezeigten Markierung mittels Dremel und Feile bearbeiten werde, dass man also dann entsprechend noch das ganze Ding wieder aufklipsen muss. Der einzige Unterschied bei diesen Verkleidungen ist entsprechend, dass das Ding ausgeschnitten ist oder es nicht ausgeschnitten ist. Sehen wir gleich und dann sind wir fertig. Bis dahin. So, nachdem ihr also das Teil ausgeschnitten habt oder entsprechend euer gekauftes Teil zur Hand genommen habt, könnt ihr also das ganze Ding wieder zusammensetzen. Dazu auf den ausgeklappten Hebel so ein bisschen aufsetzen, auf den Verstellhebel und fürs Lenkrad. Es gibt hier diverse Pins, die also entsprechend zusammengesteckt werden müssen, die dafür sorgen, dass die Verkleidung sich also richtig arretiert und dann einfach einmal zusammendrücken. Dann zum Abschluss die eine Schraube wieder reinsetzen. So, und das war's. So einfach ist die Nachrüstung, hoppala, die Nachrüstung beim Z4 E85. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte unbedingt ein Like da, auch gerne ein Abo oder einen Kommentar. Demnächst gibt es vielleicht mehrere solche Sachen und erzählt doch gerne mal, was ihr sonst noch gerne sehen, hören, schrauben wollt, damit wir uns da entsprechend mal verbessern können für euch. Dankeschön, macht's gut, bis dann, tschüss.